Plastizität? Was ist das denn? Wie wir unsere Sinne verändern, verbessern oder sogar neue hinzufügen können? Wie querschnittsgelähmte Männer wieder einen Orgasmus erfahren können? Ob wir unser Gehirn an das Internet anschließen können? Wie Taube wieder hören können? Und warum Kätzchen die Augenlider zugenäht wurden? Das und vieles mehr erfährst du in diesem Video anhand von prägnanten Beispielen, fundamentiert mit wissenschaftlicher Erkenntnis. Viel Spaß! Drum lass mich dir zunächst eine Geschichte erzählen, die dir die Grundeinsicht zur Erkenntnis der Neuroplastizität liefern soll. Der Gelehrte Petro Beccarita erlebt im Jahr 1959 mit 65 Jahren einen schweren Schlaganfall. Sein Gesicht und eine Körperhälfte wurde dabei gelähmt. Zudem verlor er die Fähigkeit zu sprechen. Die Ärzte waren der festen Überzeugung, es bestehe keine Aussicht auf Genesung und empfahlen Petro, in ein Pflegeheim einzuweisen. George, sein Sohn, der Medizin studierte, holte stattdessen seinen Vater zu sich nach Hause. George wollte dabei seinen Dad nicht direkt das Gehen beibringen, sondern zuerst das Krabbeln. Wie er als Baby auf allen Vieren angefangen hat, so musste er es jetzt nochmal tun. Auf Knieschonern und mittels der Hilfe anderer, weil ihn die eigenen Beine nicht hielten, lernte er über eine lange Zeit hinweg das Krabbeln. Anschließend sollte Petro sich mit der schwachen Seite an der Wand abstützen und versuchen, entlang zu kriechen. Nachdem das gelang, versuchte er es ohne Stützen im Garten. Dieser Sachverhalt verärgerte viele Mitmenschen, sie sprachen von einer würdelosen Behandlung. Denn einen angesehenen Professor sollte man ihrer Meinung nach nicht auf allen Vieren krabbeln lassen. Viele alltägliche Anliegen wurden in Lernübungen verwandelt, selbst der Abwasch. Petro wischte zunächst im Uhrzeigersinn eine Viertelstunde lang in die eine, dann in die andere Richtung. Handwechsel. Schritt für Schritt erlernte er neue Fähigkeiten und war auf dem Weg zu einem wieder normalen Menschen. Er erlernte sehr mühselig das Schreiben mittels Tastatur. Hierfür ließ er seine Hand einfach auf die Tastatur fallen, immer wieder. Nach einiger Zeit versuchte er die Finger anzuspannen und ließ die Hand wieder fallen. Irgendwann schaffte er es, einzelne Finger anzustrengen und sie beinahe gezielt auf die Knöpfe fallen zu lassen. Irgendwann war das flüssige Schreiben mittels 10 Fingern wieder drin. Er konnte soweit wieder alles erlernen, sodass er sogar seine Lehrtätigkeit am City College von New York wieder annehmen konnte. Mit 72 Jahren verstarb dieser Mann. Und genau da offenbarte sich das, was die meisten Menschen sich zu dieser Zeit nicht einmal zu träumen wagten. Nach einer Autopsie an seinem Leichnam wurde klar, dass die durch den Schlaganfall verursachte Hirnverletzung nie geheilt war. Die Hirnverletzung traf den Hirnstamm und andere sehr wichtige Areale. Rund 97% aller Nervenverbindungen zum Rückenmark waren zerstört worden. Dennoch erlangte er alle Funktionen des Gehirns wieder. Mit Magie? Zauberei? Nach gängigen Wissenschaftsbildern gelte die von Beccarino erlittene Verletzung als irreparabel. Was wir aus dieser Geschichte lernen, hat gravierende Auswirkungen auf Wissenschaften und heutige Entdeckungen. Früher nahm man an, dass unser Gehirn sich bis zu einem gewissen Alter entwickelt, in der Zeit sehr plastisch und dynamisch ist und ab da an Wachstumsdynamik verliert, stagniert und sich schlussendlich irgendwann wieder selbst abbaut. Anhand des Beispiels von Petro Beccarita sehen wir, dass das Gehirn sich noch im recht hohen Alter selbst komplett neu umstrukturiert hat und neue funktionelle Verbindungen aufgebaut hat. Obwohl er doch nach den derzeit gängigen Wissenschaftsbildern als abgeschrieben galt. Schauen wir mal. Damals und großenteils heute war die am weitesten verbreitete Auffassung die der Lokalisationstheorie, wonach jeder Bereich im Kopf sich auf eine bestimmte Aufgabe spezialisiert. Demnach würde eine Schädigung eines Hirnbereichs dazu führen, dass die damit verbundene Aufgabe nicht mehr ausführbar ist. Die Geschichte von Petro Beccarita
Pietro Beccarita ist nicht der einzige Patient, bei dem ein derartiges Phänomen zu beobachten sei. Doch eine lange Zeit verschlossen Wissenschaftler die Augen und sahen die Ausnahme eher als eine Bestätigung der Regel. Im Laufe der Zeit versuchte man, eine Art Karte des Gehirns zu erstellen, wobei man jedem Bereich eine einzigartige Funktion zuordnet. Dies gelang soweit auch ganz gut. Nachdem ein Wissenschaftler namens Wilder Penfield seine Karten des Gehirns veröffentlicht hatte, nahm man an, sie seien für alle Menschen gleich und unveränderbar. Was Penfield selbst aber niemals gesagt hat. Tatsächlich stimmt die Lokalisationstheorie in dem Teil ein, dass jeder Mensch mit der gleichen Karte geboren wird und zur Welt kommt. Sie ist aber plastisch und verändert sich in Abhängigkeit davon, was du in deinem Leben erlebst, denkst. Das kann bei individueller Entwicklung zu dramatischen Abweichungen vom Standard führen. Ja. Schauen wir weiter, was uns diese Erkenntnis für Möglichkeiten mitliefert. Ein fühlender Handschuh für Astronauten. Auf der Außenseite befinden sich Sensoren, die elektrische Signale an die Handfläche weiterleiten und das Gefühl, einen Gegenstand tatsächlich zu berühren, simulieren. Somit spürt man das, was man spürte, wenn man die Oberfläche ohne Handschuh anfasste. Dieses Gerät wurde für Leprakranke weiterentwickelt, deren Haut und periphere Nervenzellen durch die Krankheit zerstört wurden. Zunächst hatten Betroffene gar kein Gefühl in den Händen. Diese Handschuhe aber sendeten Signale an nicht betroffene Hautpartien, von wo aus sie zum Gehirn weitergeleitet wurden. Die gesunde Haut war dabei die Schnittstelle zur Technologie. Ebenso wird an Handschuhen gearbeitet, die es Blinden ermöglichen sollen, Computerbildschirme zu lesen. Dieselbe Forschung wurde auch einem Kondom gewidmet. Nach einem ähnlichen Prinzip sollen querschnittsgelähmte Männer wieder einen Orgasmus erfahren können. Dabei täuscht man dem Gehirn durch künstliche Signale einfach vor, den Penis zu spüren. Ein ähnliches Gerät hilft Chirurgen dabei, während der Operation die genaue Position ihres Skalpells wahrzunehmen. Es sendet Signale über einen winzigen elektronischen Sensor am Skalpell an die Plättchen der Zunge, von wo aus sie an das Gehirn weitergeleitet werden. Somit empfinden Chirurgen das Messer als eine Art Verlängerung ihres Körpers und können wesentlich präziser schneiden. Der neue Ansatz, der hierbei für Taube oder in Zukunft vielleicht sogar Blinde entsteht, ist von großer Tragweite. Bisher hat man bei Hörgeschädigten versucht, den bereits vorhandenen Reiz, Mittelhörgeräte zu verstärken. Das hat aber begrenzte Effektivität, da, wenn das Hörvermögen gleich Null ist, es nichts mehr zu verstärken gibt. Im Gegensatz dazu versuchen die neuen Ansätze einen komplett neuen Reiz zu generieren. Somit hat man eine Art direkt ans Nervennetz angeschlossenes Mikrofon, welches unabhängig von deinen Ohren ist. Es gibt Prothesen, die sich vom Bewusstsein steuern lassen. Unheimlicherweise kann man nicht nur mit den Gedanken Technologie steuern, sondern auch mittels Technologie die Gedanken eines Menschen äußerst stark stimulieren. Somit offenbaren sich diverse erschreckende Zukunftsszenarien. Mit hier präziser gesetztem Reiz kann eine präzisere Handlung eines Menschen herbeigerufen werden. Durch kurzerhand googeln findet man Sets, mit denen man Kakerlaken fernsteuern kann. Diverse Experimente zeigen, dass es nicht unwahrscheinlich ist, technologisch massive Einflussnahmen auf das Verhalten eines menschlichen Individuums ausüben zu können. Beispielsweise wurde bei einer friedlich gesinnten Gitarre spielenden Frau eine Hirnregion, die für Wut und Aggression zuständig ist, elektrisch gereizt. Kurz nach diesem Reiz nahm die Frau ihre Gitarre und versuchte, die Untersuchenden zu verprügeln. Juhuhuhuhu! Da wir gerade bei zu weit hergeholt angekommen sind, können wir auch direkt bei Elon Musk stehen bleiben. Nein, das ist Tesla. Genau, Elon Musk. Elon möchte unser Gehirn mit einer technologischen Ebene erweitern, welche uns mit Software verschmelzen lässt, uns einen gigantischen Erinnerungsspeicher beschert, schnellere Prozessoren und uns die Möglichkeit gibt, uns mit unseren Geräten zu verbinden. Schauen wir mal, was Elon Musk selbst dazu sagt. Jetzt. Wir werden von künstlicher Intelligenz abgehängt.
Der Mensch kann zwar viele Informationen aufnehmen, jedoch ist die Geschwindigkeit, in der er sie vermittelt, sehr langsam. Im glücklichsten Falle werden wir in Zukunft von künstlicher Intelligenz als Hauskätzchen gehalten werden. Ich denke, eine mögliche Lösung liegt darin, mit künstlicher Intelligenz zu verschmelzen. Unser Gehirn besteht aus zwei Hemisphären. Wir würden eine dritte, digitale Ebene hinzufügen. Es würde in Symbiose und Einklang mit allen Körpersystemen leben. Man würde es als einen Teil des Körpers empfinden, nicht als ein Gerät. Mit diesem Schritt können wir mit der digitalen Welt verschmelzen. Gewissermaßen sind wir heute schon Cyborgs. Als Anlass, unser Gehirn mit einer technologischen Ebene auszustatten, sieht er den schon beinahe verlorenen Kampf gegen die künstliche Intelligenz. Seiner Meinung nach sind Menschen viel zu ineffizient in ihrer Informationsübertragung und Kommunikation. Ebenso will Neuralink mit diversen kleineren Gadgets starten, die unser Hörvermögen verbessern, Sehvermögen verbessern oder uns wahrscheinlich sogar neue Sinne wie den Sinn für elektromagnetische Wellen in meiner Fingerkuppe bescheren mag. Den Link zum originalen Interview mit Elon Musk findest du in der Videobeschreibung. Dort kannst du sehen, was er noch so zu sagen hat und wie er so tickt. Ein haarsträubendes Experiment an Katzenbabys liefert uns wichtige Erkenntnisse bezüglich der Formbarkeit unseres Gehirns. Hierbei wurde jungen Katzenbabys ein Augenlid zugenäht. Es sollte untersucht werden, was mit der Hirnregion, die für das verschlossene Auge verantwortlich ist, geschieht. Nachdem die Katzen heranwuchsen und das Auge wieder öffneten, wurde es aufgemacht. Auf dem nun offenen Auge waren die Katzen blind, weil sie es nie gelernt haben, damit zu sehen. Das Erstaunliche daran ist, dass die für das rechte Auge verantwortliche Hirnregion keineswegs unbenutzt blieb. Sie war voller aktiver Neurone und übernahm die Aufgaben für das verbliebene Auge. In kurzer Form lernen wir daraus, dass in unserem Kopf ein stetiger Konkurrenzkampf um lokale Ressourcen tobt. Jeder Platz, der nicht verwendet wird, wird von unserem Gehirn anderweitig vergeben. Das impliziert eine außerordentliche Lerndynamik. Zwar ist man sich in den Wissenschaften ähnlicher Plastizitäten schon etwas länger bewusst, jedoch nicht in vollem Umfang. Früher nahm man an, dass das Gehirn in der Kindheitsphase sehr plastisch und formbar sei. Nach der Kindheitsphase sollte es aber in eine starre, schwer formbare Struktur gelangen. Dabei sollten bestimmte Hirnareale unveränderbar sich auf bestimmte Aufgaben spezialisiert haben. Durch fortschreitende Experimente fand man heraus, dass es dem Gehirn nicht an Wachstumsdynamik mangelt. Es kann immer noch sehr schnell neue Verbindungen bauen und Aufgaben erlernen wie im Kindheitsalter. Unser Gehirn ist plastisch und verformbar bis ans Lebensende. Neue Strukturen bauen sich ähnlich schnell wie im Kindesalter aus, nur entstehen Probleme bei vorhandenen, festgefahrenen Strukturen, also stark ausgebauten neuronalen Verbindungen in unserem Kopf. Diese umzubauen erfordert mehr Zeit, ist jedoch auch möglich. Beim Lernen sind wir nicht nur in der Lage, etwas zu merken, sondern auch aktiv die Struktur unseres Gehirns zu verändern, was zu einer enormen Umfunktionalisierung des individuellen Denkens selbst noch im hohen Alter führen kann. So wie ein Sportler nicht direkt einen Marathon laufen kann, sondern vorerst seine Muskeln trainieren muss, so muss auch unser Gehirn die nötigen Rechenkapazitäten in Form von Neuronenstrukturen zur Verfügung stellen und aufbauen. Erst dann können wir sie nutzen. Wir haben gesehen, dass durch richtig gesetzte elektrische Reize sich nicht nur Gefühle simulieren lassen, sondern auch Bewegungsabläufe einzelner Individuen bewusst hervorrufen lassen. Ebenso lernten wir, dass unser Gehirn sehr plastisch und formbar ist, bis ins hohe Alter hinaus. Zudem sahen wir aktuelle Forschungen und technologische Einsatzmöglichkeiten, die sich heutzutage und auch in Zukunft bieten werden. Teils erschreckende Szenarien, teils Lösungen von Menschheitsproblemen, wer weiß. Eine zweiseitige Klinge. Das neuronale Netzwerk und damit deine Fähigkeiten, dein Bewusstsein und dein Empfinden sind äußerst dynamisch. Und so wie es eine Biene
mit einem schwachen neuronalen Netzwerk sich nicht vorstellen kann, ein Affe zu sein, so kannst du nur schlecht nachempfinden, wie es wäre, ein besseres Netzwerk zu haben. Drum trainier's doch mal, Matrose. Mit allem, was man lernt, tauchen neue Fragen auf. Natürlich ist dieses Thema viel umfangreicher, als ich es hier dargestellt habe. Es gibt viel mehr Erkenntnisse, Entdeckungen, mögliche Wege, die wir einschlagen können und Experimente, die uns diese Erkenntnis geliefert haben. Ich werde aufbauend auf dem Wissen dieses Videos weitere Videos rausbringen. Und zudem, wenn du dich selbst weiterbilden möchtest, habe ich dir unten in der Videobeschreibung die nötige Literatur verlinkt. Sie trainieren Hirnstrukturen, die für die in den Apps gestellten Probleme, Aufgaben, Lösungsvermögen bereitstellen. Oh je, was tue ich hier, ey? Was tue ich hier eigentlich? Ich überspringe das jetzt einfach. Ihr werdet nie erfahren, was ich vorhatte zu sagen. Diesmal ist es auch an. Ich hoffe, der Ton ist besser. Check, check. Mic check. Mic check. Check das raus.